Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Hier sind jetzt noch einige Quests anzunehmen und danach werden wir uns gleich dem Hauptmann der Wache widmen. Bringt ihre Neuigkeiten. Zaltag, wir dachten, dass wir hinter Blattschattens Tarnung sicher wären. Verteidiger Kalut wischt sich das Blut aus dem Gesicht. Irgendjemand muss den Truppen des Schattenrates verraten haben, wie man sie deaktivieren kann. Zuerst konnten wir sie noch aufhalten. Die meisten Bewohner der Stadt fielen dem Angriff zum Opfer. Bitte, ihr müsst unsere Gefallenen rächen. Befreit Telmor ein für alle Mal von diesen Invasoren. Eliminiert 12 Truppen? Alter, weißt du, wie viel eine Truppe Auch ist? dies wird Ich glaube, du warst vorangehen. noch nie bei der Bundeswehr. Eine Truppe sind ein paar Mann. Kommt und sprecht Okay. mit mir. Kein Vergessen. Wir mussten aus Telmor fliehen und konnten nur wenige Dinge mitnehmen. Jemand hat Blattschattens Tarnfeld deaktiviert. Ich weiß nicht wer, aber ich vermute, es war einer von uns. Wir werden unsere Habseligkeiten mit der Zeit wiedererlangen, aber wir können es nicht riskieren, unsere heiligen Artefakte zu verlieren. Wenn ihr könnt, so bringt Blattschatten unser Einwohnerverzeichnis und unser Gebetsbuch in Sicherheit. Das Einwohnerverzeichnis? Nur nicht unterkriegen Na lassen. dann, wenn du sonst nichts hast, hier ist doch irgendwie noch was im Gange da oben. Da. Okay, ich gehe mal hier ganz vorsichtig hin. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Mann, aber auch. Das war eine Truppe. Irgendwie stehe ich gerade in Flammen. Naja. So was? Invasoren der Seelenfresser. Diese Notiz ist eigentlich auf das Pergament gekritzelt worden. Telmor ist verloren. Der Schattenrat läuft unseren Gefallenen. Nein, der Schattenrat häuft unsere Gefallenen zu Leichenbergen. Da kommt einer. Hilfe! Da kommt ein Dicker. Mann, ich will lesen hier. Ist ja nicht so, als ob ich es könnte, aber ich würde gern. Boshafter Beobachter. Na super. Soll ich mal meinen Beobachter rausholen? Hör mal. So, darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Telmor ist verloren. Der Schattenrat häuft unsere Gefallenen zu Leichenbergen an und verfüttert ihre Seelen an ihren Anführer. An meinen Händen klebt Blut. Wer immer diese Nachricht liest, ich bitte euch, verbrennt die Leichen unserer Gefallenen, damit der Feind sie nicht missbrauchen kann. Restalan, Hauptmann der Wache. Verwendet die Fackeln einer Schmiede, um 4 Leichenberge zu entzünden. Brauche ich dann jetzt erst eine Schmiede? Ach, guck mal, hier nehmen wir doch das. Hier haben wir das Einwohnerverzeichnis. Ganz wichtig. Und dann soll ich irgendwelche wilden Leichenberge. Ach, das da, okay. Aber wie sie gleich immer angerannt kommen. So, jetzt lasst mich mal hier an den Leichenberg ran. Das ist ja irgendwie nicht schön. Muss ich jetzt eine neue Fackel holen? Ich hoffe nicht. Haben wir denn noch so einen Leichenberg da hinten? Ah, so, mal schön hier auf die Hecke. Ich habe hier eine wunderbare Sicht. Ach Gott, die kleinen Hundis waren auch Invasoren. Aha. Ob die das wussten? Aha. So, Leichenberg Nummer 2. Da ist irgendwie was. Da oben ist ein Leichenberg. Lomar Kieferbrecher. Gehen wir da mal hin. Gehen wir da mal gucken. Ich sehe hier vor lauter Nebel gar nichts. Ja, ich werde die Cursive jetzt mal kackfrech ignorieren. So, danke schön. Alter, ist hier ein Nebelbrühe. Okay, hier sind kleine Wauzis. Hier sind die Wauzis, haben keine Mama, haben keinen Papa.
Papa, niemand hat uns lieb. Oh, du armer kleiner Wauzi. So, das war Nummer 3. Wer war's? Ja, jetzt ist der weg. Lommer-Kieferbrecher. Da irgendwo. Alter, wenn ich ja hier mal was sehen könnte in dem ganzen Nebel. Nebel. Was ist denn dieser komische Lommer-Kieferbrecher? Bist du das? Nee, du bist das nicht. Ihr könntet mal hier die Feuerwehr holen. Ich könnte mal Floyd. Floyd würde bestimmt hier schön löschen. Wer Floyd nicht kennt, das war mein Paladin aus dem Menschenstartgebiet. Und Floyd war super mit dem Feuerlöscher unterwegs. Mann, was bist du denn hier? Eifernder Fanatiker? Ja, ich merk's. Was ist hier für ein Grünzeug? Hau bloß ab, du. So, was haben wir hier? Das Gebetsbuch eingepackt. Okay. Da ist noch ein Leichenhaufen. Oh, da geht ein Fahrstuhl hoch. Guck mal, da geht ein... Ja, Moment. Ja, du, lass mich doch mal durch. Ich will mal da zu dem Fahrstuhl. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ich das wirklich will. Aber hey, wenn hier schon mal ein Fahrstuhl ist... Oh. Huch, da ist noch ein Hund. Ja, ja, ich habe dich gesehen. Trotz Nebel. So, was hier jetzt? Was? Restalan wäre glücklich zu wissen, dass jemand seine Wünsche erfüllt hat. Ja, kein Problem. Dankeschön. Ja, toll. Jetzt ist der Fahrstuhl weg. Komm her, du. Da oben ist bestimmt der Heini. Wie hoch geht denn das? Okay, ein bisschen. Stehe ich direkt. Ich wusste es. Lormack-Kieferbrecher. Könnte ein Problem werden. Ich stehe hier sehr bescheiden. Na gut, warte mal ab. So. Ich gehe jetzt mal hier rein. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt und du mich nicht hier von der Brüstung schmeißt. Greife ich mal die Kugel an. Geh mal ein Schrittchen zurück aus diesem ekligen Zeug. Hau einen Chaosblitz raus. Was? Nein, aufhören. Ich kann nicht. Okay, okay, ist gut, musst du nicht sauer werden. Hihi, hab dich. Cool. Okay, Stärke, Ausdauer. Dinge, die die Welt nicht braucht. Hallöchen, na ihr's. Ihr könnt raus. Ich hab den Bösewicht umgemacht. Gott, da sind sie am Heulen. Ja, okay, cool. Stört die alle nicht hier. Braucht auch nicht Danke sagen. Kein Problem. Jetzt haut der Fahrstuhl wieder ab. Blattschatten. Okay. Blattschatten machen wir auch noch. Abwärts, bitte. Jetzt ist der mir doch hier wieder im Weg. Überhaupt sind mir hier alle immer im Weg. Ja, dass ihr mir immer auch Kotze um die Ohren hauen müsst. Gleich ist eklig. So was macht man nicht. Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass man sowas nicht macht? Man kotzt nicht fremde Leute voll, siehst du? So, raus aus der Brühe hier. Okay, Blattschatten. Da irgendwie. Oh, jetzt kommt da wieder einer. Komm her, du. Was hab ich jetzt gedrückt? Irgendwas Wildes gedrückt. Okay. Ist den da noch? Und dann können wir da in die Hütte, hoffe ich, rein. Danke. Tag, Hundis. Lass mich mal durch. Ich will da hinten ran. Okay.
Da. Blattschatten. Okay. Wie komme ich jetzt am besten? Da ist ja auch noch was. Restalan finden. Welche Richtung war der Restalan? Da irgendwo. Gehe ich mal da hoch? Wow. Epische Musik setzt ein. Das ist nicht gut. Kein gutes Zeichen. Ja. Kann ich mal hier durch? Kann ich mal hier durch? Muss ich jetzt hier rein? Ach, schätzungsweise schon. Was? Ihr werdet mir den Dranei verrotten? Nein, das glaube ich nicht. Nee, nix entwaffnet hier. Du kannst mir meine Magie nicht wegnehmen. So. Ist der hier drin? Empfangt mein Geschenk, Vorpel. Ihr werdet der Erste einer neuen Art von Eroberer. Okay. Grüße. Jetzt ist keine Zeit zum Plaudern. Der Anführer der Bande ist gleich da vorn. Super. Das letzte Stück. Ich bin zu schwer verletzt, um zu kämpfen, Hexenmeisterin. Ich habe meine Stadt und ihre Bewohner enttäuscht. Es liegt jetzt an euch, diesen Kampf zu entscheiden. Vorpel hält sich gleich da vorne auf. Er versucht, die Kräfte von euch Naru für irgendein dunkles Ritual zu missbrauchen. Ihr müsst vollenden, was mir nicht gelungen ist. Streckt Vorpel nieder und sichert euch Naru, damit das Herz von euch in Dun wieder vereint wird. Oh. Ah. Oh. Mano ikda. Ja, dann mache ich mal zu Ende, woran du gescheitert bist. Kein Problem. Oh, ich kann meine Kugel nicht benutzen. Ich kann meine Kugel nicht benutzen. Das könnte doch ein Problem werden. Nein. Warum drehst du dich denn einfach um? Oh, ja, ich muss mal aus dem... Blech. So. Darf ich mal meinen Chaosblitz raushauen? Ja, danke. Ah, hör doch mal auf damit. Ich kann doch so nicht casten, ey. Alter. Alter. Ja, genau. So, jetzt. Jetzt hole ich meine böse Kugel. Das sage ich dir. Und ich sehe überhaupt nichts mehr. So geil. Hallo? Ich habe nichts gesehen. Aber hey, die Sau ist um. Das ist die Hauptsache. So, und da haben wir jetzt das letzte Stück. Na wunderbar. Nehmen wir es doch mit. Das ist schon wieder so ein interessantes Portal. Hallo? Kann ich schon mal durch? Ach nee, es ist irgendwie nicht für mich gemacht. Schade, schade, schade. So, mein Freund, habe ich erledigt. Teramus. Gut gemacht. Ich werde euch Naru nach Auchindun bringen. Der Schattenrat hat nichts in unserem Land zu suchen. Und ihr bekommt irgendwas Schickes Zweihändiges. Huhuhuhuhu. Okay, ich glaube, das nehme ich. Scheiße, bin ich voll. Warum bin ich denn auch immer so voll? Okay, danke dir, danke dir. Ich muss hier irgendwie noch was rausschmeißen, gerade mal, glaube ich. Das bringt so alles nichts. So, okay, so geht's erstmal. Das Blatt wenden. Es wird Zeit, dass wir uns an diesem Feind rächen. Trefft mich am Platz der Vergelter. Dann werden wir in den Kampf gegen den Schattenrat ziehen. Terongor wird keine einzige Seele mehr fressen, solange wir ihm im Weg stehen. Seine Schreckensherrschaft endet heute. Wir werden bestehen. Erstmal muss ich da hinkommen, hör mal, mein Freund. Ist ja wieder gar nicht so einfach hier. Platz der Vergelter. Platz der Vergelter, Feind tragen. Warum machst du denn nicht einfach ein Portal auf? Weißt du auch nicht, ne? Kannst du mal hier die Aggro ziehen? Ja, nicht da rein. Er rennt einfach durch. Naja, okay, ich auch. Renn mal vor. Ah, Aggro, Aggro. Hallo, Tachchen. Na, Iris, wie geht's euch so? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Da brauche ich jetzt auch gar nicht anfangen, ne?
Brauche ich jetzt nicht anfangen, mich hier zu wehren. Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Um dein Leben! Ja, Begleiter, Verderbnis. Kann ich jetzt auch nicht halten. Ich muss erstmal hier irgendwie... Erstmal hier raus. Ja, okay. Mein Begleiter hat's dahin gerafft. Ja, da ist er wieder. Der kleine Gutspick. Teufelsborke? Ah, jetzt ruf mit deiner scheiß Verderbnis hier. So, ich will abgeben. Kommt und sprecht mit mir. Auch dies wird vorübergehen. So, und bei dir auch? Bringt ihr Neuigkeiten? Ja, ich habe alles mitgebracht. Mit Hilfe dieser Gegenstände können wir unsere Gefallenen zählen und alles neu aufbauen. Wir werden überleben. Wir werden bestehen. Da freue ich mich doch für dich. So, ja, was ist jetzt hier? Hat hier keiner mehr was von euch? Kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Ach so, hier, da soll ich hin. Platz der Vergelter und sein Kind. Ja, hier mal so durch. Ab durch die Mitte und so.